Der 18-Loch-Championship-Kurs des Golf- und Landclubs Fahrenbach ist eingebettet in den Naturpark Fichtelgebirge. Die Topografie des Naturparks mit seinem alten Baumbestand, den kleinen Strauch- und Baumgruppen und Biotopen prägt denn auch das Layout des Platzes. Die Fairways verlaufen in hügeligem Gelände und weisen vielfach Schräglagen auf. An kritischen Stellen helfen Zielkreuze, die anzeigen, wo man idealerweise hinschlagen sollte. Der Par-72-Kurs hat eine Länge von 6.235 Metern für die Herren und für die Damen ist er 5.721 Meter lang und ein Par-74. Wir spielen die Signature Holes. Das Loch 1 ist ein 484 Meter langes Par 5 mit einem starken Dogleg nach links. Das Fairway führt zunächst bergab und steigt zum Grün hin wieder auf. Die gesamte linke Seite entlang verläuft eine Ausgrenze. Das Grün wird von zwei Bunkern geschützt und fällt nach hinten stark ab. Das Loch 7 ist ein 373 Meter langes Par 4 mit einem Dogleg nach rechts. Obwohl sein Grün riesig ist und es keinen Bunker gibt, hat das Loch das Handicap 1. Das Fairway hängt nach rechts, deswegen stehen Rechtshänder beim zweiten Schlag über dem Ball. Bäume rechts und links verengen den Zugang zum stark undulierten Grün. Die Bahn 8 ist von Abschlag gelb, ein 395 Meter langes Par 4. Von Abschlag weiß ein 439 Meter langes Par 5 mit einem Dogleg nach links. Nach dem Dogleg führt das Fairway links bergab zum Grün, das im hinteren Bereich steil abfällt. An Bahn 9 können Beschwerdebriefe eingeworfen werden. Eine Möglichkeit, die beim Standort des Briefkastens wohl eher selten genutzt wird. An Bahn 14 fällt gleich der große Teich rechts auf. Er kommt aber kaum ins Spiel, da auf der linken Seite genügend Platz ist, um ihn zu umgehen. Es gibt keine Bunker, aber das Grün fällt rechts und hinten stark ab. Im Zentrum der Anlage steht das Golfhotel Fahrenbach. Ein Komplex, der Clubhaus und Hotel zugleich ist. Im Hotelbereich gibt es 76 großzügige Doppelzimmer und 4 Suiten. Dazu 4 Tagungsräume unterschiedlicher Größe. Der Wellnessbereich ist eine Oase der Ruhe und Entspannung. Ein Highlight ist der Hydrojet, ein beheiztes Massagebett, bei dem über 100 verdeckte Wasserstrahlen den Körper massieren. Auf der Indoor-Golfanlage des Hotels finden nimmermüde Golffreunde aktive Entspannung. Das Restaurant bietet Sitzplätze für bis zu 120 Personen. Gekocht wird hauptsächlich mit marktfrischen Produkten aus der Region. Gäste, die auf einem der anderen Prosim-Golfkurse spielen möchten, können den Shuttle-Service nutzen, der diese 6 Plätze individuell anfährt. Wir aber bleiben in Fahrenbach, um im milden Licht der untergehenden Sonne noch einige Bahnen zu spielen.